willkommen zu eurem kleinen Kraftworkout für zu Hause. Wenn ihr Lust habt, fragt eure Geschwister oder Eltern, ob sie mitmachen wollen. Und ansonsten würde ich jetzt starten. Die Füße sind im V, der Bauch ist drin, die Schulter tief, Arme lang, Finger gestreckt, Popo fest zusammenpetzen und die Arme gehen an die Seite. Wir fangen mit dem rechten Fuß an. Der große Zeh tippt auf den Boden und das Bein hoch und halten. Zur Seite. Nach hinten. Hochdrücken, der Oberkörper bleibt aufrecht. Und nach vorne durchschwingen. Gehen ins Plié. Ziehen das Bein ein Stückchen höher. Startbein strecken und das andere Bein oben halten. Zur Seite. Plié. Hoch das Bein. Halten. Strecken. Und nach hinten. Hoch das Bein, strecken und das Bein halten. Und wir machen noch eine Runde. Fuß ist hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, halten, zur Seite, Knie zeigt nach vorne, tief, wieder hoch. Hinten, halten, schön hochdrücken, nur hochdrücken, Schultern bleiben hinten, Finger bleiben gespannt, absetzen, das Bein, die Arme halten durch und linker Fuß, der große Zeh tippt auf, hoch das Bein, zur Seite, nach hinten. Schwingen durch, Plié, höher ziehen, strecken, halten, zur Seite, Plié, höher ziehen, strecken und halten, nach hinten, Plié, höher ziehen, strecken und das Bein halten, schwingen durch und tief. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. Arme halten durch, nicht ausschütteln, zur Seite das Bein. Tief, wieder hoch, tief, hoch, tief, hoch und nach hinten. Schön hochdrücken, halten, halten, halten. Die Arme bleiben, wo sie sind, keine Tannenbäume. Fuß ranstellen, Arm ausstellen. Sehr schön. Komm in eine kleine Grätsche. Die Fußspitzen zeigen nach außen. Die Arme sind an den Ohren. Und gehen hoch auf die Zehenspitzen. Arme zur Seite. Nach vorne. Fersen absetzen. Und tief in die Knie. Arme zur Seite, nach oben, Knie strecken und auf die Zehenspitzen. Arme seit, Fersen ab, Hände nach vorne und ins Plié. Wir nehmen die rechte Ferse hoch und Füße wechseln. Und wechsel. Und wechsel. Keine Entenpopos, der Popo ist vorne. Und wechseln. Wechsel. Und wechsel. Beide hoch. Halte. Arme an die Seite. Beine strecken, Arme nach oben. Zur Seite. In die Knie. Tief, tief, tief. Die Hacken bleiben weg vom Boden und die Hände wieder nach vorne.
Und ihr dürft einmal ganz entspannt aushängen. Gehen in die Hocke. Hände stützen, schulterbreit. Springen zurück in eine Liegestützposition. Halten. Ziehen den linken Arm zur Decke hoch. Komm zurück. Immer noch halten. Keine Dächer und keine Hängebrücken. Bauch schön einziehen, Popo fest zusammenpetzen. Und rechts geht hoch. Komm zurück und legen uns wie ein Brett ab auf den Boden. Hände stützen immer noch neben der Brust. Und wir drücken uns wie ein Brett wieder hoch. Und es geht wieder runter wie ein Brett. Ablegen. Und wieder hoch. Und ablegen. Und wieder hoch. Und noch zweimal. Und tief. Und hoch. Und noch einmal tief. Ganz langsam. Wir bleiben tief. Arme nach vorne ausstrecken, ganz lang. Stirn ist auf dem Boden. Richtig lang. Die Füße sind fest zusammengedrückt. Und die Arme gehen an die Ohren. Und die Füße gehen hoch. Und die Knie natürlich auch. Und ab. Und die Arme. Und wechsel. Die Beine. Und die Arme dazu. Und wir flippern. Hände und Füße bleiben weg vom Boden. Noch 20. Noch 10. Stopp, halten. Nochmal richtig hochziehen und langsam ablegen. Hände stützen auf, schieben nach hinten ins Päckchen, kleine Pause. In den Strecksitz. Der Rücken ist gerade, die Knie sind durchgedrückt, Füße sind lang, Hände liegen gespannt auf den Beinen. Und wir gehen langsam nach hinten, bis nur noch Kopf und Schultern weg sind vom Boden. Kontrolliert, dass euer Rücken kein Loch hat und alles fest auf den Boden gedrückt ist. Und wir nehmen den rechten Arm ans Ohr. Und tausche mit dem linken.
Und wechsel. 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 Beide Arme. Zurück auf die Beine. Schieben hoch, die Füße bleiben auf dem Boden. Und bis nach vorne in die Rumpfbeuge. Und wieder zurück. Kopf und Schultern bleiben weg vom Boden. Und rechter Arm. Und wechsel. 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 Beide Arme. Auf die Oberschenkel und schieben nur ein Stückchen hoch, ein kleines. Und wieder zurück. Und hoch. Und ab. Hoch. Und ab. Hoch. Und ab. Hoch. Und ab. Und schieben bis zu den Füßen vor. Rumpfbeuge. Ziehen die Knie an, legen uns auf den Rücken, ins Päckchen, schieben zuerst die Beine auf, der Rücken ist auf dem Boden und nehmen die Arme an die Ohren und wieder Päckchen. Beine, Arme, Päckchen. Beine, Arme, Päckchen. Beine, Arme. Zurück. Beine, Arme, zurück. Noch fünf. Hep, hep, zurück. Eins und hep, hep, zurück. Zwei und hep, hep, zurück. Drei und hep, hep, zurück. Vier. Und den letzten. Hopp. Hopp. Zurück. Fünf. Sehr schön. Richten uns auf. Einmal auf den Bauch drehen. Und den Bauch schön durchhängen lassen. Sehr gut. Schieben noch einmal zurück ins Päckchen. Und kommen zurück in den Strecksitz. Ihr dürft eure Hände hinten leicht auftippen. Oberkörper ist aufrecht, ihr sitzt gerade. Wir fangen mit dem linken Fuß an. Er geht nach rechts und links. Und mit dem linken. Das ist der linke. Und stopp. Halten. Und wechsel rechts. Da bewegt sich nichts. Halte und wechsel. Halte. Gehen in die Grätsche. Stützt rechts und links vom linken Bein. Und heben das Bein in der Grätsche. Halte. Und ab. Seitenwechsel. Halte und ab. Als allerletztes machen wir zusammen noch 10 Taschenmesser. Hände und Füße treffen sich genau oben in der Mitte.
Die Knie bleiben lang, die Füße bleiben gestreckt. Die Arme bleiben natürlich auch lang. Los geht's. Eins. Einbeinig machen und die ein oder andere Liegestütze wäre auch noch super. Ich freue mich auf euch, wenn wir uns wiedersehen.